Mikroprozessoren. Sie sind aus unserer modernen Welt nicht mehr wegzudenken und können nur unter allerschärfsten Bedingungen in Reinräumen hergestellt werden. Am Anfang der meisten Mikroprozessoren steht Sand, der aus einem hohen Anteil an Silizium besteht, jedoch auch weitere Elemente, wie zum Beispiel Sauerstoff und Calcium, aufweist. Durch Hitze und weitere Prozessschritte wird das Silizium aus dem Sand extrahiert und zu einem Block gegossen. Einen solchen Block aus hochreinem Silizium nennt man Ingot. Der Block wird anschließend auf den gewünschten Durchmesser gebracht und in mehrere sogenannte Wafer aufgeteilt, die je nach Anwendung in 0,5 bis 1,5 mm Scheiben zerschnitten werden. Ein solcher Wafer wird poliert und einer genauen Prüfung unterzogen. Sofern die Prüfung erfolgreich abgeschlossen wurde, beginnt der erste Produktionsschritt, der Frontend of Line genannt wird und die Integrierung der Transistoren umfasst. Hierzu wird zunächst eine Siliziumdioxidschicht erzeugt, worüber eine Schicht aus Siliziumnitrid aufgebracht wird. Danach wird eine sehr dünne Schicht Photolack mit Hilfe von Rotationsbeschichtungen aufgetragen. Im nächsten Schritt wird eine zuvor angefertigte Fotoschablone aus lichtdurchlässigem Glas und lichtundurchlässigem Chrom auf eine Linse projiziert. Die Linse verkleinert dabei das Muster der Fotoschablone. Der Fotolack ist an denjenigen Stellen löslich geworden, an denen das UV-Licht aufgetroffen ist. Die dunklen Bereiche markieren hier diese Zonen, die entfernt werden sollen. Sie können durch das Auftragen eines entsprechenden Lösungsmittels entfernt werden. Schauen wir uns nun die Oberfläche etwas genauer an. Das Lösungsmittel legt die Siliziumnitridschicht unter dem Fotolack teilweise frei. Durch das Aufbringen ätzender Flüssigkeiten können dann die gewünschten Bereiche der anderen Schichten weggeätzt werden, was das Silizium zum Vorschein bringt. Schließlich erfolgt das Bereinigen des Fotolacks und ein zusätzliches Wegätzen der Siliziumbereiche. Danach wird eine weitere Schicht Siliziumdioxid aufgebracht, die als Isolation zwischen den Transistoren dienen soll. Durch Ätz- und Schleifprozesse wird das Silizium freigelegt. Für das Dotieren der Wannen wird erneut die Photolithographie genutzt, um die Bereiche zu schützen, die nicht dotiert werden sollen. Durch Ionenimplantation werden die Wannen entweder N oder P dotiert. Der Fotolack kann schließlich entfernt werden. Ein Blick in die dotierten Bereiche zeigt, dass die Elektronen der implantierten Fremdatome sich frei bewegen können und somit als freie Ladungsträger zur Verfügung stehen. Die weiß dargestellten Elektronen der Siliziumatome sind stark gebunden und können den Strom nicht leiten. Schließlich erfolgt die Herstellung des Gate-Dielektrikums, wonach ein Fotolack genutzt wird, um die Source- und Drain-Gebiete durch Implantation von Fremdatomen zu fertigen. So entsteht das Grundgerüst der Transistoren. Das Frontend of Line ist an dieser Stelle beendet und es wird mit dem Backend of Line begonnen. Das Backend of Line beginnt mit dem Auftrag von undotiertem Silikatglas, bei welchem anschließend die Kontaktlöcher hergestellt werden. Danach werden diese mit Wolfram gefüllt und es werden die elektrischen Verbindungen zwischen den einzelnen Transistoren hergestellt. Das Ergebnis ist ein Wafer voller Chips, die durch eine Säge voneinander getrennt werden und anschließend noch in ein Gehäuse eingebettet werden müssen. Durch sogenanntes Bonding wird der Chip mit den Gehäusekontakten verbunden. Ein Gehäusedeckel dient zudem für ausreichenden Schutz vor äußeren Einflüssen, wie zum Beispiel Staub. Die in dieser Animation dargestellten Prozesse
sind stark vereinfacht. Die Produktion eines Mikroprozessors kann mehrere Wochen und mehr als 100 einzelne Prozessschritte in Anspruch nehmen. Ein einzelner Mikroprozessor kann heute mehrere Milliarden Transistoren besitzen.